So, grüßt euch Freunde. Wieder sind wir bei Rage 2. Endlich spiele ich weiter. Hab ein bisschen Zeit gefunden heute. Musste aber auch schon arbeiten, aber irgendwie hatte ich heute das Bedürfnis, das endlich mal abzuschließen. Mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Ich tue noch ein bisschen looten und dann verfolgen wir die Hauptstory bis zum Ende. Viel kann es nicht mehr sein. Der Bösewicht wartet auf uns. Ich hoffe, wir sind ganz gut vorbereitet. Wahrscheinlich werde ich das eine oder andere Mal sterben, aber gehört natürlich dazu. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Oh, ich sehe schon, da kommt wieder ein Authority Center. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt auch gleich machen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, ist nicht weit entfernt. Schauen wir mal. So, ich muss mal ganz kurz was checken. Nicht böse sein, mal ganz kurz, damit ich da noch den Desktop im Auge habe. Ja. Resume Game. So, genau. Das ist doch. Stopp, 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 stopp. Landen, mein Freund, landen. Bisschen irgendwie, wenn wir mal kurz gucken, muss man ein bisschen wieder eingewöhnen. So, mal kurz eingewöhnen. Das ist nicht so einfach, wenn man ein bisschen aus dem Spiel draußen war. Ja, ich hoffe, es läuft alles flüssig und gut. Das ist aber kein Authority Center. Doch ein stinknormaler. Nee. Wisst ihr was? Ich fliege dahin, wo ich eigentlich hinfliegen wollte. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir haben auf der Map ja hier oben. Genau, wir haben das ja markiert. Und da fliegen wir jetzt auch hin. Das heißt. Dahin müssen wir. Aber das ist doch schon erledigt. Das ist doch schon gemacht. Warte mal, aber genau, jetzt weiß ich, wieso das. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso das so blöd ist hier. So. Moment, diese Auswahl, das ist immer ein bisschen doof bei dem Ding hier. So, jetzt müssen wir bloß diesem dem da folgen, genau. Einfach noch mal ein bisschen genießen, das Ganze. Weil wer weiß, vielleicht ist ja das Spiel dann eigentlich, wenn wir einen Bösewicht haben, ist ja eigentlich mehr oder weniger das Spiel vorbei. Ja. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Spiel bis dato richtig geil war und richtig Spaß gemacht hat. Was ist eigentlich das hier? Here's one of them bandit dens again. Oh, wir könnten aber Adler ja mal hier. Ja, geil, den machen wir noch mit. Den machen wir noch mit. Boah, ich muss wieder voll reinkommen, ich weiß gar nichts mehr. Was war das jetzt für eine Musik? Das ist ja geil. Da wäre es aber auch mal sinnvoll, dass ich nicht da oben lande, Moment, sondern irgendwie unten, weil sonst komme ich ja da gar nicht mehr hoch. Ja, wir landen hier hinten. Genau.
So. Schauen wir mal, wer hier alles kommt. Mein Freund. Hier ist noch eine Kiste, jawohl. Ah, ist schon geil, echt, boah. Macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Geil, geil, geil. So, wir müssen ja die Dinger aufsammeln hier. Melfis! Da ist er! Ja, da ist er! Grüß dich! Heute wieder Zeit und Lust gefunden, das Spiel weiter zu spielen. Wahrscheinlich habe ich mich auch ein bisschen davor gedrückt, es weiter zu spielen, weil es ja mit dem Bösewicht letztendlich auch irgendwo endet. Und ich muss schon sagen, das Spiel ist einfach. Es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht und macht mir noch Spaß. Und ich hoffe nur, dass da mein dritter Teil rauskommt. Und bei dir alles soweit klar? Alles gut bei dir? Hier bin, wo ich noch hin muss. Ha. Okay. Jetzt haben wir schon mal alle erledigt soweit, aber Storage Containers. Warte mal, ich muss doch mal steuern. Dieses Geräusch, das war ich. Ich komme da ein bisschen auf die Taste drauf. Wo ist denn dieser Container? Da steht er doch. Dann spielst du nochmal auf Ultra Nightmare, oder? Jo, bei mir ist gut entspannter Sonntag mit Kaffee. Oh, Kaffee anstatt Bier. Das ist öfter mal was Neues. Ja, ich musste heute, wie gesagt, auch schon arbeiten. Aber auch, wir wollen es ganz entspannt angehen. Einfach schön Chill und Kill, wie ich es genannt habe. Freut mich aber auch wirklich sehr, 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 dass du da bist. Genieß es. Oh. So. Haben wir überhaupt da Licht? Ne, Licht haben wir gar nicht, ne? Wo haben wir denn noch ein Kistchen? Da oben liegt noch ein Kistchen. Ah ja. Da ist noch ein Kistchen. Komme ich denn da oben rauf? Ja, so. Sehr schön. Ja, das wäre dann dieser Punkt gewesen. Sehr geil. Da haben wir das auch erledigt. Ich habe jetzt Ferien. Vielleicht kaufe ich mir eine Grafikkarte. Ja, apropos Grafikkarte. Ich habe auch hin und her überlegt und pipapo und ja. Ach Gott, bei mir läuft es wahrscheinlich so, dass ich und Flo, wir werden uns beide einen neuen Rechner holen. Und ja, ist zwar teuer, aber auch mit dem letzten Mal Warships streamen und so weiter, das hat einfach nicht mehr gescheit funktioniert. Wenn du dann dauernd die
die Qualität runterregeln musst, weil irgendwas hängt oder so. Das ist so nervig. Ja. Von daher wird es bei uns auch zu Ausgaben kommen. Aber irgendwo freue ich mich natürlich auch sehr, dass man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt ist man safe und kann alles spielen und alles streamen. Und es hängt an nichts mehr. Ich hoffe natürlich, dass bei dir dann auch so viel Kohle vorhanden ist, dass du dir wirklich eine schöne Grafikkarte holen kannst. Dass du zufrieden bist und auch endlich mal wieder zocken kannst. Weil, ja, es ist einfach geil. Ist ein schönes Hobby und wenn man das nicht machen kann, dann ist ja auch immer doof. Kaufst du einen fertigen oder baust du es selber? Ich suche mir die Sachen raus. Wahrscheinlich wird es mindfactory.de und lasse ihn halt zusammenbauen und fertig liefern. Mit selber bauen, ja, könnte man, aber gerade bei teureren Komponenten oder wahrscheinlich mache ich auch Wasserkühlung und so Geschichten, weil das ja heutzutage auch Standard ist. Also da ist ja nichts mehr dabei, wo man sagt, oh, Wasserkühlung ist was ganz was Besonderes. Das wird ja auch schon mehr oder weniger hinterhergeworfen. Blöd gesprochen und von daher. Aber gerade bei Wasserkühlung, wenn du irgendwas falsch machst oder irgendwie Komponenten falsch anlangst und schrottest dann irgendwas, dann ärgerst dich halt. Deswegen von Profis zusammenbauen lassen und fertig liefern lassen. Das ist, sage ich mal, meines Erachtens bei den Preisen das Geschickteste. Alles andere wäre, wenn man es nicht gerade jeden Tag macht, oder ist es irgendwo Quatsch. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir noch machen könnten. Ich will jetzt nicht sofort zum Boss, so ein paar Minütchen, so ein halbes Stündchen vielleicht noch looten und dann gucken wir mal. Aber ich sehe gerade, ich habe irgendwie nicht so richtig was. Da könnte man noch mal hin. Also Straßensperren, okay, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass man die machen müsste, aber da können wir jetzt das noch machen. Keine schlechte Wahl, besser als fertig Müll zu kaufen. Natürlich, also ich würde nie. Oh. Ich würde nie einen fertigen Aldi-PC oder so einen Schrott kaufen. Das kommt mir gar nicht in die Tüte. Nee, nee. Ja, das sind verschenkte 1500 Euro dann. Das ist Schwachsinn. Naja, so viel unfertige Locations können es jetzt gar nicht mehr sein. Der eine oder andere ist noch da, das stimmt, ja. Aber so viel habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Schauen wir mal kurz. Also ist schon fast überall der Haken dran, sage ich ja mal, ne? Ja, also da möchte ich mal doch schon sagen, dass sehr viel abgehakt ist. Das eine oder andere, ja. Aber auf den ersten Blick, okay, diesen Asteroiden zweimal. Okay, was haben wir noch? Die Monster eigentlich habe ich doch alle gemacht. Gut. Das da noch hier. Also so viel ist nicht übrig. Was ist das? Torn Plains? Naja, das ist ja eine Stadt. Genau. Da ist noch was, glaube ich. Ne, da ist auch schon abgehakt. Schon einiges erledigt. Also so viel gibt es da gar nicht mehr zu machen. Von daher wird es heute, wie gesagt, zum Bosskampf kommen oder zu dem hier. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich gleich zum Bosskampf hier führt. Ob es da nicht noch ein links ein Gebiet eröffnet oder sonstiges, wo du noch was erledigen kannst. Also da möchte ich mich jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht weißt du mehr wie ich. Aber schauen wir mal. Jetzt machen wir erst einmal den hier noch. Radieren wir mal aus. So, was haben wir denn Leckeres? Was haben wir denn Leckeres? Wo sind denn überall Gegner? Da unten sind Fässer, okay. Da müssen wir wahrscheinlich hier was betätigen.
Ja, geil. Das hat noch gefehlt. Ja, und schon ist es erledigt. Geil. Habe ich wahrscheinlich das letzte Mal übersehen. Ach, das ist die Pistole, ne? Das ist auch geil irgendwo. Das könnte ich beim Boss gut anwenden. Okay. Ich denke, das war's. Will noch einer was? Oder gibt's noch was? Oder alles geklärt, Jungs? alles, was nicht grau ist, ist nicht fertig. Alles, was nicht grau ist, ist nicht fertig. Ja, klar. Alles das, was bunt ist, ja, stimmt. Aber so viel Buntes. Das ist trotzdem fertig hier, schau. Das da ist trotzdem fertig. Ja, okay. Stimmt. Nicht fertig, weil ein Container fehlt. Das stimmt, ja. Dann fehlt aber hier auch noch ein Container. Oder ein Datapad. Arc Chest, okay. Ja. Da habe ich überall noch hier diese Datapads vergessen wahrscheinlich. Ja, genau. Datapad oder Arc Chest? Storage Containers. Und der, wieso ist der nicht fertig? Auch ein Arc Chest. Nee. 4 Storage Containers. Okay. Maxim, grüß dich. Hallo. Ich hoffe, du wartest nicht schon so lange, dass ich es gesehen habe. Warte mal ganz kurz. Die grünen Haken sind nur für die Container etc. Na, da kommt leider kein Gebiet mehr. Ist Bosskampf. Kannst danach aber noch weiterspielen. Ja, das denke ich mir. Aber meistens ist ja so, wenn du einen Bosskampf hinter dir hast, dann ist irgendwie so dieses... Oh, ich habe es geschafft. Und dann irgendwie hat man auf so Mini-Missionen, die dann noch zu spielen wären, irgendwie wahrscheinlich keine Lust mehr, weil ja dann der große... Event schon vorbei ist. Die Pinken sind Banditen, die kannst du abknallen gehen. Macht doch am meisten Spaß in dem Spiel. Qualin, grüß dich! Na, wie geht's? Wie steht's? Alles im grünen Bereich? Na klar, alles im grünen Bereich. Ja, wie gesagt, ich habe heute gearbeitet und hatte jetzt dann Lust nach dem Essen, ein bisschen auf der Couch und ach, jetzt habe ich irgendwie Bock. Ich hatte Bock und Lust. Und ich muss auch, sage ich mal, oder ich möchte irgendwann ja angefangene Spiele auch fertig machen. Und dazu gehört Rage 2. Ja, und deswegen wird es heute zum Bosskampf kommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich bin gut genug vorbereitet. Aber vorher möchte ich noch so ein, was weiß ich, 20, 30 Minuten noch mal ein bisschen hier einige Sachen abgrasen. Um mich noch ein bisschen einzugrooven, bevor ich wieder zum Boss gehe, weil ich habe es jetzt doch schon wieder länger nicht gespielt und bevor ich jetzt beim Boss völlig ablose, weil ich die Tasten nicht mehr weiß, wäre es auch Schwachsinn. So, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein blödes Vehikel steht. Wo habe ich denn das jetzt hingestellt? Das war doch da. Hm, okay. Dann machen wir es mal anders. Wir holen uns gleich nochmal. Here I am, Ranger. Genau. Ich möchte nur klarstellen, dass ich nicht pink bin. Ich hoffe, Maxim, bei dir ist auch alles gut. Freund! Warte mal, mein Freund. Kann man bei dir noch was erwerben? Mal schauen. I am Garcia the Gregarious. Was haben wir denn? Trader and Traveler, Merchant of Fine. Merchandise? Pray tell. I may be Walker. Are we really speaking like this?
Well, of course. That is how we show our caliber. That is why you want to trade with only me. My wares are quite. Mal kurz gucken, ob ich was verkaufen kann. Superb. Das ist Let me then scrutinize your vendibles. Oh, with pleasure. I know I have something to. Okay. Na, ich denke, das war's. Ich habe rausgefunden, wie ich Far Cry 6 wieder zum Laufen kriege. Einfach jedes Mal Ubisoft Connect deinstallieren, Far Cry 6 neu herunterladen, circa eine Stunde und dann läuft's einmal. Hä? Das ist aber Armutszeugnis, ey. Leck mich am. Echt? Wirklich? Wahnsinn. Das ist ja umständlich, wenn du das machen musst, ey. Boah. Warte mal, ich kill mir doch gleich einmal. Das macht Spaß. Na komm. Das erste und auch letzte Far Cry, das mir bis jetzt gefallen hat, war 4. Ja, das 4er war schön, das stimmt. Wie gesagt, das 5er fand ich noch geil. 1 aber auch geil. Das 2er in Afrika hat mir nicht gefallen, weil Afrika ist nicht mein Land. Oh, was ist denn das? Was ist das für eine? Spaß die zu zerfetzen. Far Cry 3 habe ich wohl 4-mal durchgespielt. Geil. Wahnsinn. Schön ausgewichen. Ja, geil. It's going to take something real special to penetrate those energy shields. Weapon overheated. Energy shields detected. Try alternative weapon. Warning, enemy lock-on detected. We're here, Sport. Aha, vorbei. It's going to take something real special. Den jagen wir jetzt noch. Der eine Playthrough dauerte 15 Minuten. Energy shields detected. Try alternative weapon. Weapon overheated. 50% integrity. And they're wide open. Take a shot. Weapon overheated.
needed. If you have the blast installed, use blast, hold and release rechte Mausbutton to expose weak ports. Okay. Weapon overheated. What? Den haben wir doch gleich. Weapon overheated. Weapon overheated. Schaut schon geil aus. Geiler Scheiß. Aber ich glaube, ich muss mal aussteigen und das Ding reparieren. Hä? Was ist denn jetzt los? Scheiße, wo ist denn Heilung? Boah, komm ey. Gerade willst du deine Karre reparieren, dann kommen die Typen und knallen dich ab. I'm back and feeling good. Sehr schön, mein Mädchen. Ah, das ist doch schön. So, was haben wir denn hier noch? Das war jetzt geil. Es hat uns natürlich weit ab vom Schuss gebracht. Aber wir könnten ja einfach mal hier noch mal ein bisschen das abgrasen auf dem Weg zum Boss. Wir fahren einfach mal hier hin nochmal. Da fehlt uns noch ein Arc-Chest. Der sollte ja zu finden sein. Halt, das ist... Ah, diese Markiererei ist ein bisschen... So. Gut. Was jetzt da genau eingestellt ist, weiß ich nicht. Ich habe drei Modi. Kann langsam, mittel und schnell einstellen. Also mehr Auflösung, weniger Auflösung oder ganz viel Auflösung. Aber was genau, kann ich dir im Moment nicht sagen. Warum? Zutzels, rutzels? Oder findest du, dass ich schlecht zielen kann? Dann musst du leider den Stream verlassen, mein Freund. Nächste Marie. Ammunition low. Oh, schon wieder ein Konvoi, aber da fahren wir jetzt nicht nochmal hinterher. Sorry, Sport, I'm fresh out of bullets. Oh, zu einer Leere da. So eine Scheiße. Stopp. Immer fahre ich dran vorbei. Ammunition depleted. Als meine Hände mögen. Warum stotterst du? Sorry, meine Gedanken sind schneller als mein Mund. Hä, wo führen die mich hier eigentlich hin? Wo bin ich hier?
So. So, da hat jetzt noch was gefehlt. Storage. Da ist schon mal ein Containerchen. Der liegt wahrscheinlich hier drin. Jawohl. Und das nächste Teil. Ah! Explodier für mich! Sehr schön. So, haben wir noch was? Ja, Datapad ist noch eins übrig. Da ist doch diese Anzeige da oben, genau. So, die sagt mir eigentlich, ob ich weit entfernt bin oder nicht. Ich sehe es jetzt bloß nicht rumliegen. Normalerweise kann man es ja auch mit dieser Funktion hier sehen. Ah ja. Ist denn das Datapad? Ah, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ah, da liegt doch was, da liegt doch was. Jawohl, sehr schön. So, da haben wir die auch erledigt. So, was machen wir noch? Könnte man da nochmal vorbeifahren? Das machen wir jetzt auch. That's activating. Raus aus dem brackigen Sumpf hier. Weil ich ja den Boss sehe. Hoffentlich macht er mich nicht fertig wie ein Streichholz. Erstmal gepflegt drüber fahren hier. Okay. Was haben wir hier noch vergessen gehabt? Da hinten ist noch ein Container. Jawohl. Und der ist unten, okay. Money können wir brauchen. Können wir immer brauchen. So, liegt noch was rum? Eigentlich Datapad wieder, okay. Wir sind aber nicht weit entfernt, weil unsere Anzeige wieder sagt, dass dies da liegen sollte. Da. Jetzt habe ich schon gedacht, das wäre es gewesen. Aber das ist mal echt schwierig zu finden, ne?
Was ist das? Ich bin mal noch Kaffee holen. Ja, freilich kein Problem. Da liegt's doch. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. So. Wir nähern uns unserem Ziel. Dann schauen wir vielleicht da nochmal vorbei. Da ist auch Data Pad und Arc Chest. Okay. Übrigens, Qualin, ne? Ich habe nochmal geschaut, bei meinem Büchlein müsste ja auch Vorlesen aktiviert sein. Also es ist zumindest bei Amazon so hinterlegt, dass man das auch sich vorlesen lassen kann. Nicht mit meiner sexy Stimme, sondern mit Alexa. Nee, keine Ahnung, wer das vorliest. Aber ich habe extra nochmal geschaut, weil du ja gesagt hast, du hörst es gerne als Audiodatei. Und es sollte eigentlich gehen. Ich freue mich schon, was du dazu sagst. Oh! Danger. Enemy fire incoming. Halt, da sind wir schon. Da sind wir schon. Ach, das habe ich doch das letzte Mal schon nicht gescheit gefunden, ja. Was ist denn das? Legt euch nicht mit einem Rage-Sheriff an. So. Jetzt müssen wir bloß noch... Okay, da oben ist der Arc-Chest. Wieso habe ich den das letzte Mal nicht gesehen? Der ist ja wirklich nicht zu übersehen, ne? Der ist ja wirklich nicht zu übersehen. Aber irgendwie scheine ich den einfach nicht... Gut, manchmal ist es so, ne? Du läufst ewig irgendwo hin und findest es nicht. Das gibt's. Man sieht den Baum, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Data Pads. Jetzt habe ich wieder die Anzeige. Okay, ich habe mich nie nach der Anzeige gerichtet, aber das hätte ich mal tun sollen. So. Ich sehe es auch nicht rumliegen. Das ist immer echt schwer zu finden. So, wo wird denn die Anzeige mehr? Da war die Anzeige mehr. Oh, da ist es stark, die Anzeige. Da liegt's doch. Geiler Scheiß.
Geiler Scheiß. Jetzt habe ich eigentlich alles. Sehr schön. Mega, mega, mega. So, was haben wir denn noch? Die Straßensperre da unten, die lassen wir mal. Aber die könnten wir machen. Weil wir müssen ja eh da hochfahren. Ach nee, das ist ein Konvoi. Ah, habe ich jetzt keinen Bock. Den eben da ewig hinterher zu fahren. Ich meine, wir können es probieren. Wir können es probieren. Aber, da machen wir das ganz anders. Da werde ich mal versuchen, ob ich unser anderes Fahrzeug holen kann, nämlich den Xerxes. Weil mit dem hat er nämlich der Konvoi überhaupt keine Chance. Er schwimmt sogar in Milch, der Xerxes. Ganz gemütlicher Zeitgenosse. Du hast meine überaus tollen Witze verpasst und nee, du hast meinen Film verpasst. So, mein Freund, jetzt hat sich's ausvisiert und ausgeschossen. Der ist mir schon lange auf den Sack gegangen. Aber zwei Schüsse oder drei vom Xerxes und alles ist gut. Also ich hoffe wirklich, dass hier ein dritter Teil rauskommt. Das wäre mega, ey. Macht bestimmt genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr. Aus dem Weg! Der Händler immer mit seinem Eiswagen hier. Also das Dschungelgebiet finde ich ja gar nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Da hat mir dieses alte Ruinenstadt-Szenario besser gefallen. Obwohl ich Wald sonst liebe, aber im Spiel hier. Gut, es könnte sogar sein, dass es ein oder zwei DLCs gibt. Das kann sein, ja. Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Das ist doch wohl lächerlich. Das ist ja wohl lächerlich mit dem Moped da, mit dem Fichtenmoped. Wollen die mein Auto hier kaputt machen? Fichtenmoped. Auf der Straße soll ich den Konvoi verfolgen. Das wird ein bisschen blöd, glaube ich. Mal gucken. Ja, es ist nicht schlecht gemacht, finde ich, der Dschungel hier, aber irgendwie, ach,
Weiß ich nicht. Ist natürlich schön, dass der so doof rumsteht hier und sich nicht bewegen kann. Geil, geil, geil. Das war natürlich richtig geil jetzt. Jetzt ist zwar mein Fahrzeug richtig im Arsch, aber... Kann man lassen. Ich denke, das kann man lassen, ja. Gut, können wir uns ja ein anderes Fahrzeug holen. Das war doch jetzt geil, oder? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir holen uns nochmal den da. Hello, Walker. Dann haben wir schon mal ein Ersatzfahrzeug. Und dann mal gucken, was haben wir jetzt eigentlich noch zum Search and Recover. So, da haben wir doch noch einige Punkte eventuell. Wir haben 11 Punkte zu vergeben. Lass mal schauen. Enemy drones are weakened. Decrease the damage and health. Oh ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Embedded Feltrad Rocks release. Ich habe noch ganz irgendwie gar nicht richtig auf dem Schirm, für was man diese Kristalle überhaupt verwenden kann. Ist das auch Zahlungsmittel? Ich weiß es gar nicht, Mensch. Das hat wahrscheinlich mit diesem Magnet zu tun, ne? Ja gut, ich meine, das ist alles irgendwo geil, ne? Hier alles aufsammeln ohne. Aber was natürlich nicht schlecht war, wenn die feindlichen Drohnen geschwächt werden. Das ist auch gut. Okay, das war ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir ja eigentlich schon alles markiert. Du hast 15.000 von dem Feldtritt, kannst du ignorieren. Dein Panzer ist fast kaputt, denk dran, es kostet 1.000 Ocken, den zu rufen. Ja. Was kostet die Welt? Hä? Was kostet die Welt? So. Weapons. Kann ich da nochmal irgendwas aufrüsten? Das würde mir eigentlich schon sehr gefallen. Ja, Rapid Fire wäre eigentlich fast schon besser wie Far Shot, ne? Mache ich mal das. Was können wir hier noch machen? Magazinkapazität ist auch nicht schlecht. Und die Weapon Mastery, die machen wir natürlich. Ja gut, jetzt haben wir nichts mehr, aber ich habe, glaube ich, soweit schon alles. Den Level 5 können wir noch unlocken. Gut, da haben wir noch nicht viel gemacht, aber die kleine Kanone ist eigentlich auch nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir hier noch? Muss das nochmal ganz kurz ein bisschen durchgehen, bevor wir uns zum Master begeben. Okay, da haben wir noch nicht viel, da habe ich auch noch 11 Punkte. So, die Barriere. The barrier can inflict cultural damage to enemies that touch it.
Puh, ich bin von der Barriere überhaupt nicht überzeugt. Dann würde ich lieber andere Sachen machen. Wir müssen mal da anlocken. Und nochmal anlocken. So, was können wir dann hier machen? Maximum Duration Increase to Seconds. Ja, ist auch gut. Das lasst. Also schön rennen und ausweichen ist immer gut. Press F after rushing. Reaching of Rush is boosted. Oh ja, das ist auch gut. Refraction Camouflage makes you invincible to enemies during Rush. Oh, das ist auch gut. Das ist doch gut. So, was haben wir hier? Das ist alles aktiviert. Das da ist aktiviert. Slam. Ich muss wieder runter. Ja, klar, kein Problem. Ich weiß zwar nicht, wo runter ist, aber... Komm wieder, wenn's passt. So. Dann wirst du aber, wenn du weg bist, ich hoffe, du bleibst jetzt nicht allzu lang, weil ich möchte dann nämlich schon langsam den Boss mal angehen. Könnten wir jetzt vielleicht das noch machen hier? Und wir können aber auch noch gar, können wir mal gar hinlaufen, ne? 144 Meter, das ist irgendwo hier oben. Okay, wie komme ich da hin? Kommt man da irgendwo rein und hoch? Oh ja, das könnte sein, ne? Da ist ein Baumstamm, da könnte ich rüber. Gucken wir mal. Das wäre doch nicht schlecht, wenn wir da hochkommen. Wo ist der Baumstumpf? Da vorne. Hallo Jungs! Handgranaten sind auch was Feines, echt wahr. What are you doing here? I'm Byrne. I'm a prospector, searching for good scrap claims. Rick Transam told me this place had potential, so I went to check it out. Did he know about the muties? Who could tell? Rick's a pretty shifty guy. You seem all right, which is a bit surprising considering. I don't know why, but the muties never attacked. Major Crappy, ich grüß dich. Stop Schön, dass du da bist. Not sure why. Almost like they tried to warn me about Ich hoffe, something. Dir geht's gut. I guess I'll never know why. Thanks, stranger. I'll find my own way back to Dreadwood. Genießt den Stream. Heute gibt's nämlich Bossfight. Und ich hoffe, ich meister das ganz gut. Okay. Haben wir noch was rumliegen? Storage Containers 3 von 3. Das war's, glaube ich, ne?
das war's. Sind wir hier fertig? Geil. Schön, dass wir das noch entdeckt haben hier. Genau. Dann könnten wir... Was ist eigentlich das? Das schaut aus wie ein fliegender Händler, ne? Ah, so Shops, okay. Gut, beim Shop, es wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir da nochmal vorbeischauen und könnten uns nochmal ausrüsten. Und dann wird es langsam zum Bossfight kommen. Okay, das sollte so ausschauen, wie wenn was hier liegen würde. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich musste heute arbeiten schon, aber das ist ja nicht schlimm. Und dann habe ich irgendwie voll Lust gehabt, das Spiel zu spielen. Und weil ich natürlich auch mal fertig werden möchte mit dem Spiel. Aber es ist richtig geil. Von daher habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen drum gedrückt, damit ich nicht so schnell fertig werde. Wieder da, Melfis. Sehr gut, sehr gut. Ich fahre nochmal kurz zum Lädchen und schau mal, was es da zu kaufen gibt. Yes, it is true. Jumbo Deuce is extending a challenge to you. Race me. Ach, ich will nicht mit dir fahren. So, wir schauen mal, was wir hier noch ein bisschen ausrüsten können. So. Irgendwo muss man ja was machen können, oder? Ist das jetzt ein Laden, wo man nichts machen kann? Doch, hier. So, was schon mal geil ist, ist Hills. Diese ganzen Upgrades, das ist schon geil. So. Das wird jetzt alles gekauft. Ah, der Dock in Wellspring. Ja, ich müsste fast nochmal nach Wellspring und mir das... und mich da ein bisschen aufrüsten. Das wäre schon geil. Watch out for the creeps now. Halt, ich muss mal gucken, ob ich noch was verkaufen kann. Die Rennen mit dem Typen bin ich nicht ein einziges Mal gefahren. Ja, muss ganz ehrlich sagen, habe ich gerade keinen Bock drauf. Überhaupt keinen Bock, mit dem die Rennen zu fahren. Oh, hier gibt's Bier. Boah, sie hat kein Bier mehr, die spinnt doch. Gleich zusammenschießen. Da haben wir noch einen Auftrag. Was ist das hier? Oh, das sind Aufträge, ne? Aufträge, die man dann auch noch machen kann. Sehr schön. Das ist doch schön. Ja, Autorennen kann ich. Da gibt es andere Spiele, die geiler sind zum Autorennen, ja. Nice, Perry!
Angus, you have car problem, I fix. Die Dinge sind great, doch yeah, schlecht. I do. Fine fuel, trim and true. So, Angus, been out here long? So. Gut. Ich denke mal. So, schauen wir mal, was sich jetzt da noch ergeben hat. Was ich noch einmal machen möchte, ist wie gesagt Wellspring. Da gucken wir noch mal bei dem einen Typen rein, dass ich da noch was aufrüsten kann. Jetzt eventuell noch mal kurz hier gucken. Waffen. Wir haben doch gerade diese Ausrüstungsdinger für Waffen gekauft. Eingabe Few Upgrades. So, genau, die habe ich gekauft. Das heißt, aber muss jetzt nicht unbedingt das sein. Da könnte man das noch machen, genau. Nee, das ist ja wieder die Waffe. Hä? Warte mal, Hyper kennen. Shotgun. Gut, ich kann ja nichts ausrüsten, außer diese Dinger dort zu wechseln. Das ist Schwachsinn, okay. Das haben wir ja eigentlich auch schon. Ja, dann pass mal auf. Bullets can be fired as fast as the trigger can be pulled. Oder Stabilizer. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und Weapon Mastery, dann hat man mit denen auch noch ein bisschen was, wo wir besser ausgerüstet sind. So. Wo war schnell wieder Wellspring? Das ist Gun Barrel und hier ist doch Wellspring, oder? Genau. Na, lass uns nochmal nach Wellspring gucken. Sau. So. Oh, nein, nein, nein. Oh, was ist denn jetzt das für Weg? Okay, ist wahrscheinlich eine Abkürzung. Ah, hier sind ja diese Ruinen, das finde ich ein bisschen schöner. Das aufhalbert schon mal, aber...
Destination reached. So, jetzt muss ich bloß den einen Typen da nochmal finden. Ach, legen wir doch am Arsch. So. Wo war denn der? Wo war denn dieser eine Händler schnell wieder? Der eine Typ, der mich da ausrüsten kann. Oh, ich tue mich immer schwer, den zu finden. Ich weiß auch nicht, wieso verlaufe ich mich da immer? Okay, das ist völlig falsch jetzt hier. Die Drohne ist auch gut, ja. So. Da ist er. Warte mal, wie kommt man da hin? Von dem Gebilde aus hier rein. Genau, okay. Pow, 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 blamp. Got ammo. All kinds. What's your preference? Nee, das ist er doch gar nicht, oder? Ach, Schmarrn, das ist er doch gar nicht, oder? Nein! Scheiße, wo ist denn der? Wo ist denn der? Sell your junk. If it's broke. Ah, the musty smell of old junk. Nothing's better. Out of pack. Man, oh Leute, wie kommt man zu dir? Wieso verlaufe ich mich dauernd? Scheiße. Die hat auch nichts. Wo muss ich hin? Wie heißt der Typ schnell wieder? Wenn du aus der City Hall rauskommst, links glaube ich. Mensch, wie heißt der Typ schnell wieder in Wellspring? Was hat sie gesagt? Wedge, you want a snack? There's some salty gigator rinds, some pickled sunshine eyeballs. We got lychee slices. I do good with a horseradish on the side, extra mellow. And swill. Always swill. Maybe. Swipe right. Yes, 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 double right, yes. Wo ist dieser spezielle Laden? Hey, it's the champ. Saw you on the killing screen. Connect with the rope guy at the winner's lounge. Der hat auch noch was. Ich finde den Laden nimmer. Oder ist es das? Ja, geil, das ist er. Wie heißt denn jetzt der? Come in, come closer. Wieso Vendor? Ist das jetzt der? I stand ready to modify you further. Der Cyberdog, ja genau, Cyberdog. Meinst du, mir wäre das jetzt auf eingefallen? Hey, Mann, Mann, Mann. Da kauft man natürlich so viel, wie es geht. Okay. I suggest looking for more modification materials. Sehr schön. Nochmal kurz gucken. Okay, Skin. Die zwei Waffen habe ich nicht gefunden, aber gut. Needle Falls Area, okay. Gut, es kann mir ja noch zur Aufgabe machen, wenn ich fertig bin, eventuell. So, nochmal ganz kurz die Map gucken, ob sich denn mit den neuen Aufträgen jetzt da was eröffnet hat. Aber ich bin irgendwie mittlerweile jetzt gerade so weit, dass ich sage, ich möchte jetzt mal den Boss machen.
Und das machen wir jetzt auch. So, wir probieren es jetzt. Get inside the authority headquarters. Genau. Project Decker. Den Decker müssen wir erledigen. Puh. Na, dann wollen wir das mal probieren. So, und da kommt man jetzt wie hin zu dem Cyberdock? Das muss ich mir jetzt nochmal merken. Halt, hier haben wir noch eine. Scared as well, huh? Okay, bei dem Platz, wenn ich bei dem Platz bin. City Hall und da gegenüber den Gang rein und immer geradeaus. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Ich bin nervös, Leute. Aber weil ich das gerade so schön sehe hier, ne? Warte mal, den Luftballon, den holen wir noch runter. Boah, das sind ja etliche Luftballons. Geil. Luftballon! Ja, die Vögel brauche ich jetzt nicht da. Sollen wir gleich drunter mischen, oder? Mit dem Xerxes. Das sind gleich zwei so Geräte, ey. Moment mal, das kostet ja nur 100. Ja, das stimmt, das kostet nur 100, keine 1000.
Ich kann mir also 100 von diesen Fahrzeugen herholen. Boah. Es gibt aber auch immer einen riesen Knaller, ey. Das war doch jetzt geil, oder? So, machen wir uns mal auf den Weg. Hätte ich schwören können, das kostet 1000. Wir haben das geändert, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Das haben sie geändert, logisch. Wir haben gesagt, der Malfoy regt sich da immer auf, dass es so teuer ist. Und jetzt machen wir 100 draus. Gang, I'm approaching the Authority HQ. This is it. I'm bringing this whole steaming mess down. You've got the Predator. Give him hell. Jetzt wird's ernst. Okay. Na, vielleicht haben sich manche beschwert, dass es zu teuer ist. Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich immer einen rufen können. Und das eine Mal, wo es nicht ging, war ja nicht so tragisch. Da habe ich halt ein anderes Fahrzeug gerufen. Oh oh. Predator ruse is working. The turrets aren't firing. There's a platform just in front of the main gate. Drive on up and just let the scrambler do its thing. Oh, oh. Na toll. Na super. Ach so, guter Einstiegspunkt. Das ist natürlich schon heftig hier, ne? Kann mir gar nicht verstecken. Puh. Das wird jetzt gar nicht so lustig hier. Bleib im Panzer und nicht schießen. Ja, die Frage ist, ob ich hinfahren kann, also ob ich hier überhaupt reinkomme. What do you know? The Predator ruse is working. The turrets aren't firing. There's a platform just in front of the main gate. Drive on up and just let the scrambler do its thing. Okay. Stand by for scanning. Stay frosty, Walker. Don't twitch. The scrambler will hide your signature and trick the scanner. Scan inconclusive. Like I said, it worked.
It scrambled the scanning process and... Person procedure Delta initiated. Please present DNA confirmation. DNA sample? Thought you had this shit planned out. Please present DNA confirmation. Threat level rising. Doc? You there? Ah, yes, of course. I have prepared perfect digital model of Cross's DNA. I transfer data sequence now. DNA analysis complete. Welcome back, General Cross. Close call. Das kommt davon, wenn man das Spiel längere Zeit wieder nicht spielt, weil jetzt ist mir klar, warum ich die DNA vom General Cross gebraucht habe. Na Gott sei Dank. Aber ist gut bewacht, der Schubner. Er ist gut bewacht. Okay, inside. Stay low and lean. You can do this. I don't know. Walker is gonna need some backup. Sit tight, Lily. Don't rock the boat. The Ranger is in control. No more casualties needed. Casualties? Hell no! Natürlich schade, dass mein Gefährt jetzt schon fast im Arsch ist. Hübsche Haustür. Resilient like a plague, pointless protege. Oh. It is something of a wonder that you've gotten so far, but surely you did not think it would go unnoticed that another General Cross had entered my base. Shut up, ghoul. Fahrzeug war wirklich von Hilfe, also das war jetzt richtig hilfreich, dass ich mit dem Teil reingefahren bin. Das war schon gut, ey. Certainly by now you will have understood that we cannot be stopped. Okay, ein paar Meter schaffen wir noch. Aber ich glaube, ich sollte aussteigen, ja. Da, wenn das Fahrzeug jetzt hochgeht, dann ist wieder alles umsonst. Ach, ich kann gar nicht aussteigen. Oh, oh. Fahren wir jetzt nicht drüber, über die explodierenden Fässer. Das ist schon geil gemacht, ne?
Nicht aussteigen. Ja, wahrscheinlich wäre ich hier wirklich zur Bombe, wenn ich aussteige. Aber ich kann auch gar nicht aussteigen. Das war ganz gut. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich gleich... Oh! Hallo, Freunde! Tja, aber nicht aussteigen heißt auch, ich bin tot, ne? Certainly by now you will have understood that we cannot be stopped. Das ist natürlich mega geil, dass ich jetzt durch den Tod ein neues, ein wieder funktionierendes Fahrzeug habe mit voller Energie. Geil, geil, geil. Hat sich Sterben ja gelohnt. Sehr gut, sehr gut. Da muss ich bloß rechtzeitig jetzt alles abballern. Das ist ja gut, hey, dass ich jetzt wirklich ein volles Fahrzeug habe. Beklemmend hier drin, hey. Weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Weil hier ist halt die geballte Feuerkraft von General, ne? Aber ich bin Jean-Baptiste Emmanuel Sorg. Oh. So, warte mal. Habe ich den erwischt? Ich glaube, den habe ich erwischt, ne? Sehr gut. War einfach geil, echt. Dieses... I've seen your clumsy footprints all over my great work, protégé. What are you even trying to achieve? So, ich mache lieber ein bisschen langsamer. Tja, jetzt wird es wahrscheinlich gleich zum Showdown hier kommen. Ist natürlich geil, dass das Ding gleich in Flammen aufgeht. Vielleicht mal ein bisschen vorwärts fahren. With this.
Will noch jemand was? Oder alles geklärt? Alles mal mit dem Fahrzeug, solange es noch geht. Ist da jetzt noch einer? Okay. Sollte passen. Okay, jetzt sind wir schon mal ziemlich weit drin bei ihm. Boah, übel, übel, übel. So. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Inventory, was kann man denn noch machen? Grenades 8 von 8, Heals Infusion 8 von 8. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Das hebe ich mir alles auf. Genau. Ja, hallo! Ich komme mir vor wie Indiana Jones. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, ganz ehrlich, die Waffe haut aber auch gut rein. Sehr schön. Das gefällt mir. Immer schön gucken, dass ich diese Supply-Kisten nicht verpasse. Mich noch mehr erschrecken vielleicht. Das Ding heißt ja nicht ohne Grund Hypercannon. Du hast recht. Das ist wirklich eine schöne, geile Hypercannon. Yeah! Ja, ja, wenn Elon Musk nicht wäre, dann hätte man die ganzen Scheißdinger nicht. Der mit seinen humanoiden Tesla-Roboter da. So einen Scheiß brauche ich nicht. So einen Scheiß brauche ich nicht. Ach stimmt, die Elon Musk Easter Eggs habe ich ganz vergessen. Ja, genau. When man has been wiped out, we, the authority, shall repopulate the world with beings worthy of the name Homo sapiens. Tja. Wie war das mit der Hybris? Hochmut kommt vor dem Fall, mein Junge.
Und du wirst heute hoffentlich ganz tief fallen. Schlauer angehen. Na okay, die schießt nicht mehr so weit. Mehr zurückhalten. Wie sie immer gleich schreit. So. Wo geht's denn da hin? Hat ausgeschaut, wie wenn man da runterfällt. Der Revolver macht keinen Schaden, wenn du die Kugel nicht zündest. Ja, stimmt. Das ist ja der Scheiß mit dem Anzünden, ja. Von daher ist der gar nicht so dumm, ne? Aber das ist jetzt diese Variante, die ist jetzt auch nicht so gut. If you manage to come, I would welcome the opportunity to slay you myself. So. Mit dem Fingerschnippen. Wo fahre ich denn jetzt hin? That I was already beyond life and death was much more than your feeble-minded ant prowling could comprehend. Her pride and arrogance is what killed you all. Yeah. Heute bin ich ein bisschen lahm, gebe ich ehrlich zu. Könnt besser spielen. Aber gut, Hauptsache unterm Strich gewinne ich. Abstand gewinnen, Abstand gewinnen. Einen nach dem anderen.
Okay, Jungs. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Freilich, das wird schon klappen. Irgendwie klappt das immer. As with the vulgar clay Clayton, you too will be preserved as a memento in my hall of glory. We are entering a new era. An era of purity, discipline, and science. Your death will mark the beginning of the new age. Schon mal. Den haben wir schon mal. Hat natürlich ein paar schöne Bomben jetzt gekostet von der schönen Maschine, aber okay, bevor wir den jetzt konfrontieren. Come closer. I am aching to crush you myself. Gucken wir nochmal schnell, was wir machen können. Da haben wir ja noch nichts verbraucht jetzt. Die könnten wir jetzt nochmal schnell... Ach, da haben wir nichts mehr. Okay, ist auch nicht so schlimm. Na gut, na gut, na gut, na gut. Kriegen wir hin. Gibt es auch noch was zu holen? Nein. Oben ist er doch. Hallo. Muss er natürlich wieder eine riesen Maschine haben, weil er sich ja alleine traut. What will you do now? This time I will kill you. Permanently. I believe you are the... Ja, sag mal. But you can do better. Warte mal, da tut sie gar nichts, ne? Is this your move? Da tut sie ja gar nichts. Muss ich da hinschießen? Ach, da unten.
runterfallen darf ich nicht. Guck auf die Arme, ja. Was ist das jetzt? Scheiße. Aufsammeln. Das hat wehgetan. Noch aufheben. Seh nix vor lauter Explosionen. Ach, immer muss das Scheißding nachladen, ey. Jawohl. Dich jetzt endlich befreit aus deinen Möchtigern. Hm.
just how pointless this is. I can cheat you of your revenge every time. Nope. What? Oh, 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 das tut weh, ja, das tut weh. Impfung tut weh. Hammer dich jetzt. What have you done? Don't ask. It's science. Wielded by a pointless protege. The nanotrivirus. To think Dr. Kvasir sent you to administer it. Oh, hoffentlich hat uns nicht verarscht. It would surely kill you too. Oh nein. So, we journey to the afterlife together. Pointless protege. Der hat uns angehaut, die Sau. Oh, uns hat's ganz schön erwischt, ey. Irgend giftiges Zeug. Ich will nicht sterben, nein. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ach, unsere Freundin, ja geil. Rette mich! Walker? Walker! Ja, Lily! Lily! Fuck. Helf mir! I got you, sister. Ich frage mich bloß, wie die da reingekommen ist ohne das Auto. Das frage ich mich. Corona mich nicht voll. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? War das hier... Ist das jetzt so ein abrupter Schluss? Ohne, du hast doch alles weggemacht. Das war's jetzt ohne... Mensch, du hast es geschafft und was machen wir jetzt? Und bauen die Zukunft neu auf und hey und geil und treffen und saufen und... Das ist jetzt der Schluss? Ja, stimmt, ich habe eigentlich soweit alles weggemacht, deswegen konnte sie hinterher, ja. Die hätte aber auch gleich mitkommen können und mir helfen beim Endboss. Nee, das musste ich schön allein machen, ne? Ja, Wahnsinn, hey. Aber wir sind durch, Leute, wir sind durch. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man ein Spiel geschafft hat, soweit. Wir haben vielleicht nicht jede Kleinigkeit, wie gesagt, noch nicht gelootet und haben noch den ein oder anderen Auftrag. Aber das können wir alles ganz in Ruhe machen. Jetzt haben wir mal wirklich die Hauptstory erledigt. General Cross ist erledigt, ist kaputt. Und ich muss sagen, das Spiel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich glaube, in dem Spiel geht es mehr um Rumpa als um die Story. Natürlich ist es bei jedem Ego-Shooter so, dass die Story eigentlich im Hintergrund steht. Aber es ist schön, dass es überhaupt eine soweit anständige Story gab. Und ich muss sagen, beides hat mir sehr gut gefallen. War natürlich viel, viel, viel im Hintergrund und Ballern im Vordergrund. Das ist klar. Aber das ist so dieses Comichafte und ich baller die ab. Und das war ja gerade das Schöne, dieses... Ausrüsten, dann diese Mega-Explosionen, dann diese ganzen Geschichten zwischendurch. Es ist ein solides Spiel, muss ich sagen. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, weil es ja doch so lang auf meiner Festplatte rumgelungert ist. Und ja, ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch allen, dass ihr mich begleitet habt bis zum Schluss. Echt sehr, sehr schön von euch. Wirklich nice. Weil mit euch hat es echt dreimal so viel Spaß gemacht. Wunderschön, ja geil. Der Schluss ist auch eigentlich richtig schön, ja. Schön gemacht mit so comicartigen. Ja, bitte, Mensch. Freut mich natürlich, wenn es euch auch gefallen hat, dass ihr nicht bloß dabei wart, weil, ja, ich muss mal reinschauen, weil der Mark streamt und... Nee, ihr habt es ja gemacht, weil ihr das wolltet und das fand ich so schön. Fand ich echt schön von euch. Ach, geil, echt.
Ach geil. Ja, vielleicht muss ich mal gucken, wie Melfis meinte. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen DLC. Mal schauen. Werde ich mir aber wirklich nur zulegen, wenn es wenig kostet. Also da würde ich jetzt keine Blablabla ausgeben. Da muss ich mal gucken. Ich bin ja nur hier, weil Flo eine Waffe an meinem PC hält. Ach, Qualin. Ja. Also da muss ich gleich Einwände liefern. So geil jetzt Rage 2 war. Ich habe ja Rage 1 nie gespielt, aber ich werde es auch nicht spielen. Muss ich ehrlich sagen, nein. Da zieht es mich jetzt gar nicht hin. Da warte ich lieber auf Teil 3 und kümmere mich in Zukunft oder bis dorthin. Sollte ein dritter Teil kommen, um andere Spiele. Also Rage 1, sag ich mal, so geil war es jetzt auch nicht, dass ich jetzt den Vorgänger spielen muss. Da warte ich lieber auf den Nachfolger und mal schauen, was sie sich da noch einfallen lassen. Da gibt es ganz andere Spiele, die noch auf meiner Liste stehen, die ich spielen möchte. Oder wo mir am Herzen liegen, sage ich mal. Weil sonst langt ja irgendwo die Zeit nicht. Ne? Ich habe sowieso, man sieht es ja das eine oder andere Mal einfach nicht die Zeit, so hinterher zu bleiben mit dem Stream, wie man gern möchte, aber das ist ja, und deswegen muss man sich dann doch ein bisschen die Spiele so rauspicken, dass das alles so hinhaut. Ja, glaube ich auch, dass eins nicht so toll war. Also wenn es ein DLC gibt, dann vielleicht gerne, aber nur, wenn es sich in Grenzen hält mit dem Preis. Ja. Das zu dem. Muss mal gucken, also ich und Flo, wir müssen auch nochmal unsere Spieleplanung ein bisschen überarbeiten und mal schauen, was uns so in Zukunft vorschwebt, wann wir was starten wollen. Ich meine, wir haben ja das eine oder andere auch angefangen, wie das eine Star Wars Spiel und so. Es ist halt das Problem, manche Spiele fängst du an und dann stellst du fest, das zieht einen nicht so richtig hin, ne? Und dann verschleppt man es, bis man an den Punkt kommt, wo man gar keinen Bock mehr hat, aber... Das wollen wir eben in Zukunft vermeiden, dass wir versuchen, nur noch Spiele anzufangen, die uns wirklich Spaß machen. Einmal reinschnüffeln und gucken, wie ein Spiel ist, wenn es umsonst ist oder so, ja. Aber bevor wir jetzt was kaufen und neu starten, was über 20 Stunden geht oder so, oder lass es noch länger sein, es will wohl überlegt sein. Mal gucken. Wenn wir irgendwann 500.000 Follower haben, beziehungsweise Abonnenten, dann können wir darüber reden, dass ich auch mal mehr Zeit für Streamen aufwende. Wenden kann, weil dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Eventuell. Aber bis dorthin dauert es noch. Jetzt haben wir auch 50 Abonnenten, dafür danke ich euch auch recht herzlich. Jetzt fehlt uns bloß noch die durchschnittliche Zuschauerzahl von 3 Leuten, dann können wir endlich Affiliate machen und können euch im Stream und generell auch mehr bieten. Und das wird, da bin ich richtig heiß drauf, dass wir endlich mal Affiliate-Status werden. Da freue ich mich drauf. Aber es ist bei uns alles ein harter Kampf. Wir haben halt keine Brüste und haben einen tiefen Ausschnitt und so. Von daher dauert es ein bisschen länger. Na, der Abspann geht ganz schön lang, ne? Aber es ist schön gemacht. Schön gemacht. Da wird wahrscheinlich nochmal die Story von Anfang an so erklärt bis zum Schluss. Ist geil. Ich weiß gar nicht, was diese Spielemacher noch für einen Titel haben oder so. Vielleicht gibt es ja von den Publishern oder Programmierern nochmal das eine oder andere geile Spiel. Du könntest ja auch mal in einem Kinderpool streamen, ja, so wie die, ja, ich weiß, wen du meinst, mit dem ASMR, ja. Und dann so ein Tomb Raider Outfit oder nur mit so einem, ja, oder ich ziehe einen Borat-Badeanzug an. Da schauen bestimmt auch voll die Leute zu. Ach, ist das Bethesda? Ich wusste es gar nicht auswendig. Ja, Bethesda hat natürlich schon das eine oder andere geile Spiel. Ja. So, jetzt, ich hole mir mal ganz schnell was zu trinken. Layla bei Jabba the Hutt, genau, geil, die dann so drin liegt. Ja, ja, Layla. Das war auch eine geile Szene und ein geiler Film. Ich hole mir mal schnell was zu trinken, bin gleich wieder da.
Ja, das sagt sie nochmal, die Lilly, dass es ohne uns nie geschafft hätte. But it doesn't end with the death of Cross. The Wasteland still needs a Ranger and a skilled Rangie. Ja, und das werden wir sein. Hast du XCOM 2 gespielt? Nein, das habe ich nicht gespielt. Da bin ich jetzt auch nicht so... Da habe ich zwar noch ein Spiel, was mich mal interessieren würde. Das ist ja auch schon älter. Ich weiß gar nicht, wie es heißt gerade. Mit so einer Ente und so. Da kann man auch... das wollte ich auch mal probieren. Wo du halt deine Truppen hin positionierst und dann halt... Wie nennt sich das schnell? Weil das abwechselnde Spielen... schießen, also wenn ich schießen kann, dann kann der Gegner schießen, dann kann wieder ich schießen. Ich weiß gar nicht, wie heißt es denn jetzt? Oh, ich bin heute auch ein bisschen durch den Wind. Wahnsinn, wie viele Leute da mitmachen, ne? Schaut mal euch das an, hey. Krass, und was da alles dahinter steckt. Nicht ganz so mein Genre, ne? Rundenbasiert, genau. Kann bestimmt geil sein, aber es hat noch nie so richtig mein Interesse geweckt, ganz ehrlich. Ich meine, es muss nicht immer bam, bam, bam. Rundenbasiert hat natürlich auch seinen Vorteil, weil du einfach dir Zeit lassen kannst. Planst es schön und dann passiert die Action. Also es hat schon auch seine Vorteile. Du bist halt nicht so gestresst wie in so einem Ego-Shooter, wo es halt bam, bam, bam geht. Ne? Also das kann schon auch schön sein. Ich denke mal, in ferner Zukunft oder in naher Zukunft kann das auch mal passieren, dass ich mich ein bisschen umorientiere. Ich meine, man verändert ja auch ein bisschen manchmal seinen Geschmack im Laufe der Zeit und mal gucken. Vielleicht kommt noch das eine oder andere Spiel raus, was mich wirklich flasht, sage ich mal. Oft gefällt mir ja teilweise das Setting nicht so toll. Also es muss halt immer alles irgendwie zusammenpassen. Ja, Wahnsinn, ne? So, fängt es jetzt nochmal von vorne an. See? I told you she would be fine. A little nanotrite reprogramming cocktail was all that was needed. I say you got lucky. Die Lilly. But if I can save Walker from doom, then perhaps someone can save Cross from doom too. Yes. You need me. Also mach, was ich sag. Und rette sie. Also mich. Jake, vielleicht kannst du noch eine Mission zu erledigen. Wäre nett. Ja, ich mache natürlich noch die eine oder andere Mission. Freilich. Deswegen habe ich sie auch eingesammelt. Das ah, you're back. Ranger strong and good to go. You know, that dagger worked like a charm. No more cross clones to worry about. That we know of. Shame we almost lost you in the process. Fassir gambled with your life. The serum you used to kill Cross could have been the death of you too. But he was able to reverse the process once Lily brought you in. And lucky for him. Lily was about to blow his precious brains out there and then. When you come to, there's gonna be plenty of work for the Violin Ranger yet. But for now, you just rest your bones. Glaube ich auch, wir müssen uns erstmal ausruhen von dieser ultra anstrengenden Mission. Vielleicht kannst du noch alle nehmen, bist du? Oh ja. Walker, don't try to talk. I'll be here for you. Ich trinke lieber. When you're ready, we got plenty of work to do, Ranger. Hm. Viel Arbeit noch. Darauf haben sie wahrscheinlich die DLCs aufgebaut. Gibt noch einiges zu tun. Mission completed. Project Dagger. Wir sind in Wellspring. Wachen auf. Sind total erledigt. Und was machen wir? Wir zucken sofort unsere Waffe, weil wir sind ein Ranger. Es ist schon krass, ne? So, ich muss mal ganz schnell mein Handy checken. So.
Make it quick, Ranger. You impressed us all, Walker. The authority's back is broken. We can finally rebuild. But I guess you have your plate full already. I bet there's a lot of work for the last of the Rangers. There's always another threat growing. Ain't that the truth? With Cross gone and Clegg Clayton out of the picture, someone else is just gonna rise to the occasion and start stirring shit again. They need me out there. I know. Good luck, Ranger Walker. Meine Leute brauchen mich da draußen. Im Wasteland. Rangers helping people. Never thought I'd see that again. Wo ist das Starter-Pad? Wo liegt hier noch das Starter-Pad rum? When you're ready, Walker. There's still a lot of work out there for a Ranger and an Ace Mechanic. Can't believe you put a gun to Kvasir's head. Well, I can't believe that they let that psycho roam free out there. He could single-handedly destroy us all. Create some super virus, a new strand of mutant, some damn big bomb, poison. He's shifty, I know. But we got more immediate concerns, huh? There's gonna be chaos in the aftermath of the battles. Bandit groups are gonna surface. Remains of the Authority War Machine are out there, roaming blindly. Back to business, then. Okay, jetzt ist praktisch das Chaos ausgebrochen, wo der Führer weg ist. Und wir sind jetzt dafür da, alle Grundlagen und so weiter zu schaffen, damit hier eine friedliche Basis und eine friedliche Zivilisation wieder aufgebaut werden kann. Watch your back. Watch your back. Elevator. So, was haben wir denn? Was hat sich denn ergeben? Was hat sich denn ergeben? Wir haben ja... Was ist jetzt das zum Beispiel? Locate and eliminate the targets. Genau, das sind diese Missionen, die wir vorhin erhalten haben. Wo wir noch aufgefangen haben. Da ist auch noch was. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind da unten. Können wir was in der Nähe erledigen? Was ist das eigentlich hier? Bridge, okay. Na gut. Bisschen Lust habe ich schon noch. Deswegen fangen wir einfach mal hier mit an. Der braucht sogar lange Aufzug. Schöne Fahrstuhlmusik. So, ein bisschen Rage mal jetzt noch rum. Hiya. So. Was haben wir gesagt? Gegenüber der City Hall. Geradeaus hinter. Schau ich nochmal. Zum Cyberdog. Come in. I trust you have the raw materials I need. Okay, der hat nichts mehr für mich. Never pay an arm and leg. Why are you not covered in the sentient life for access random memory? Entering rest mode. Terminate shopping interface. All the things that you have satisfaction guaranteed. Just do Hiya. Everything you can. Toodles! Okay, wir fahren. Wir fahren einfach hin. Thank you.
wisst ihr, was schön ist? Es freut mich richtig, dass der Stream heute, glaube ich, nicht geruckelt hat und einwandfrei lief. Das ist noch eine geile Sache, dass es heute so einwandfrei über die Bühne ging, gerade wo ich den Boss erledigt habe und so. Also das freut mich. Hat ja keiner von euch gesagt, dass das irgendwie scheiße läuft. Von daher gehe ich aus, dass das passt. It's going to take something real special to penetrate those energy shields. Das war sehr schön. Das freut mich wirklich, dass es heute richtig gut lief, ja. Übrigens, Marcel, wäre ich gestern auf jeden Fall zu Warships Clan-Gefechte gekommen, hätte ich heute nicht arbeiten müssen und morgen muss ich halt wieder arbeiten. Das ist immer blöd, wenn es um 19 Uhr erst stattfindet. Also ich wäre definitiv gestern gekommen, hätte ich frei gehabt. Bloß für eine Stunde oder anderthalb ist auch irgendwo Quatsch. Dann bin ich immer so müde abends. Es ist immer scheiße, wenn man arbeiten muss. Okay, dann hat es eh nicht gelangt, okay. Ja, Gott sei Dank hast du mein schlechtes Gewissen jetzt von jetzt auf gleich weggefegt. Okay, das war jetzt der Stützpunkt, oder was? Okay. Na gut, das sind dann praktisch nur kleine Rebellenstützpunkte und nicht sowas Aufregendes. Sollte ich jetzt noch? Locate and eliminate the targets.
Ja, wo sind denn die Targets? Da ist doch einer. Den haben wir jetzt erledigt, den mit Schild, ja. So, wo soll denn der sein? Hier das Startup-Pad zu finden, das ist aber. Boah. Aber ich muss ja die. Eigentlich muss ich ja die. ...161 Meter. Ah, das renne ich jetzt nicht komplett ab und suche das Startup-Pad, das ist mir jetzt zu blöd. Eigentlich muss ich ja die Leute finden. Ne? Wo ist denn der? Muss ich jedes Mal dahinter rennen? Nee. Falsch. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Das ist nur... Nee, muss ich gar nicht. Stimmt. So. Dann werden wir uns aber schnell ein Vehikel rufen. Und fliegen damit... Wieso kann ich jetzt den wieder nicht rufen? Passt der Platz wieder nicht? Boah. So, hier muss es doch gehen, oder? Ach Gott, jetzt kann man wieder in der Basis nicht rufen. Na gut. Nicht so tragisch. Aber hier geht's.
Nee, mach ich jetzt nicht. Mach den anderen Stützpunkt. Ach ja. Dann hätten wir das auch. Na, auf die Station habe ich jetzt keinen Bock. Das mache ich anders mal noch. Das ist mir jetzt zu hektisch. Du hast noch einen Storage Container. Ja, das stimmt. Wenn man nur die Missionen anzeigen könnte, die noch fehlen, ja. Das wäre schön, das stimmt.
Oh, das ist noch ein Stück. Was geht hier ab? So. Wie weit die fliegen. Ja, geil. Geil, geil, geil. Das ist doch schön, das ist doch toll. Ich bin der Anton von Tirol. Wo haben wir jetzt noch was gehabt? Wo haben wir jetzt noch so ein... Da war doch noch. Irgendwo war doch noch so ein Stützpunkt. Es ist wirklich scheiße, wenn die Dinger offen sind. Da ist noch ein Ark. Nee. Doch, ist ein Ark. Ja, da können wir doch noch hin. Da können wir doch noch hin. Wieso kann ich jetzt das wieder nicht rufen? Ach, wieso kann ich den da nicht rufen? Da muss es doch gehen. 90% Integrity. Jetzt hat mir wieder abgelenkt mit seinem blöden Jeep.
Halt! Weapon overheated. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ich kann ihn nicht rufen. Wieso kann ich ihn jetzt nicht rufen? Das ist doch blöd, oder? Habe ich gut gemacht. Das habe ich doch gut gemacht. Das ist doch ein Applaus wert, ist doch das. So, Leute, jetzt. Wollen wir die noch einholen? Schwer, ne? Die sind schon schnell. Aber jetzt kommen wir wieder raus. Wie schnell der fährt, ne? Dieser Riesentrack. Gleich mein Freund. Der fährt jetzt nur im Kreis, die Sau, ne? So, okay. Boah, halt ein bisschen schneller, du blöder Scheißkar. Schwierig da hinterher zu kommen.
Nein, der Wischstunde, der ist einfach zu langsam, der Kahn. Fuck. Es sind aber 1000 Kurven, jetzt fährt er wieder da rein. Durch diese ständige Kurverei, da wischst du den nicht, ne? Ne. Keine Chance, den zu erwischen. Bin ich jetzt schon wieder, ach leck mir doch am Arsch, jetzt bin ich wieder außerhalb vom Gebiet, so ein Schwachsinn. Was ist denn jetzt das? Ach, na gut Leute, wisst ihr was, für heute ist definitiv, jetzt ist ein bisschen die Luft wieder raus. Boss ist geschafft, die eine oder andere Mission haben wir auch gemacht. Es ist gut. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn. Bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und ja, von daher auch euch einen schönen Wochenstart. Ohne Stress. Ne? Man sieht sich. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Und bis dann. Ciao.